Hi meine Lieben, heute gibt es ein zum Trend mutierendes Rezept. Mutierendes passt gerade nicht zu dieser Zeit. Okay, dann nehme ich das zurück. Also heute gibt es ein Rezept, das sind Brownies mit weißer Schokolade, aber jetzt nicht wie ihr denkt, dass man das im Teig verarbeitet und dann backt. Nein, wir drücken weiße Schokoladenstückchen in den heißen Brownie nach dem Backen und ich freue mich riesig darauf, das gleich zu machen. Aber wo habe ich das überhaupt probiert? Wo habe ich es gesehen? Das war im Istanbul-Urlaub. Ich sammle ja immer gerne... Da, wo wir auch den San Sebastian gegessen Genau, im gleichen Laden, wo wir auch den San Sebastian Cheesecake gegessen haben. Und ich sammle ja im Urlaub immer gerne Inspiration und versuche mir dann immer Rezepte zusammenzustellen. Und deswegen zeige ich euch jetzt hier erstmal den Brownie-Teig. Wir fangen jetzt auch direkt an, gar nicht drum herum quatschen. Ich habe jetzt hier meinen Topf auf dem Herd. Ihr könnt es auch über dem Wasserbad machen, wenn ihr euch unsicher seid, weil das Ganze muss jetzt langsam erhitzt und geschmolzen werden. Ich habe hier Butter und Zartbitterschokolade und die gebe ich jetzt in meinen Topf. Und die ganz genauen Mengenangaben stehen hier unten in der Videobeschreibung. Anschließend einmal umfüllen und 15 Minuten abkühlen lassen. Das machen wir deshalb, weil jetzt die Eier dazukommen und dafür muss die Masse ein bisschen abgekühlt sein, damit ihr kein Rührei erhaltet. Eier gebe ich jetzt mit dazu nach der Kühlzeit, anschließend auch Zucker und Rohrzucker. Ich habe jetzt den Zucker aufgeteilt, 50-50. Müsst ihr nicht machen, ich mag diesen malzigen Geschmack. Wenn ihr keinen Rohrzucker da habt, nehmt Braunzucker. Wenn ihr den nicht da habt, einfach Haushaltszucker verwenden. So, ich rühre das jetzt ein mit dem Schneebesen. Wir brauchen auch keine Maschine heute. Und dann geht es weiter mit den trockenen Zutaten. Dazu kommt noch eine Prise Salz, die hebt den süßen Geschmack. Und anschließend Mehl und Backkakao hinzusieben und einrühren. Ganz wichtig, nehmt Backkakao und nicht den Trinkkakao. So, und jetzt ist der Teig auch schon fertig. Ofen ist vorgeheizt, das ist auch ganz wichtig. Und jetzt bereite ich hier meinen Backrahmen vor. Ich habe jetzt hier mein Backblech, das ist aus eigener Herstellung. Das ist ebenmäßig. Ihr kennt immer das Problem mit den Standardbackblechen, die haben eine Wölbung. Und so könnt ihr garantieren, dass er gleichmäßig durchbackt. Und ihr könnt es verstellen, das heißt für nahezu jeden Backofen geeignet. Verlinke ich euch auf jeden Fall in die Infobox. Da gebe ich jetzt ein Backpapier oben drüber. Und jetzt kommt mein Backrahmen zum Einsatz. Den habe ich jetzt auf die kleinste Einstellung, das sind 17 x 25 cm. Einmal drauflegen und jetzt den Teig einfüllen. Das riecht schon so schokoladig, kommt schon richtig Lust drauf. So, jetzt noch schön glatt verstreichen und jetzt wird der Brownie gebacken bei 160 Grad Ober- und Unterhitze. Wie gesagt, ganz wichtig, vorheizen für ca. 32 Minuten und dann nicht komplett auskühlen lassen, weil dann geht es weiter mit der weißen Schokolade. Und ab damit. Und Hamza, guck mal, wir haben unseren Kaffee vergessen. Ich habe den so schön vorbereitet, mit so viel Liebe. Dann trinken wir den jetzt, Kiki. Ja. So, der Brownie durfte jetzt bei mir 32 Minuten lang backen und wenn ihr die Stäbchenprobe macht, dann bleibt auf jeden Fall noch was hängen. Das muss auch so sein, weil der soll ja richtig fudgy sein. Ist ja ein Brownie. So, und jetzt habe ich den ungefähr 8 Minuten lang stehen lassen. Der darf nicht komplett auskühlen, weil jetzt kommt die weiße Schokolade zum Einsatz. Und zwar habe ich mir hier einfach Tafeln genommen und so ein bisschen in Viererkästchen eingeteilt. Und jetzt drücken wir die weiße Schokolade einfach regelmäßig in den Brownie. Nicht ganz bis zum Boden, aber so bis zur Hälfte ungefähr. Und das ist es, Leute. Ein wahr gewordener Traum. Ja. Mein Gott, wir beenden gegenseitig unsere Sätze. Oh mein Gott, wir sind Seelenverwandte. Also Essen verbindet einfach. Wir sind gerade so hin und weg. Ne? Also gerade auch, als die Kamera nicht lief, wir haben es einfach so gefühlt. Wir haben gedacht, genial, einfach genial. Also wenn die Kamera gleich nicht läuft, dann esse ich es alleine. Sowieso, also wir essen das jetzt sowieso. Ihr müsst nicht alles auf einmal essen. Doch. Aber, doch, aber ich rate euch, das Ganze lauwarm zu essen. Also esst direkt ein Stück, solange es noch nicht abkühlt. Nächstes Mal können wir es jetzt schon essen. Wir müssen nicht warten, dass es abkühlt. Dann komm, mach das und Auto schnell. Okay, okay. Und nochmal ein kurzer Tipp. Wenn ihr das am nächsten Tag isst, mach keine Faxen. Ich muss lachen. Okay, okay. Und wenn ihr das am nächsten Tag verspeist, am nächsten Tag ganz einfach in die Mikrowelle stecken für ein paar Sekunden.
genial. Einfach nur genial. Mein Frühstück morgen. Ja, also euch jetzt ganz viel Freude beim Nachbacken. Bitte, bitte probiert es unbedingt aus und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und ansonsten abonniert gerne meinen Kanal komplett kostenlos, wenn ihr das noch nicht getan habt. Spätestens jetzt allerhöchste Eisenbahn. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Rezeptvideo wieder. Tschüss, eure Kiki. Euer Hamza.